Inhalte allgemein haben den ungemeinen Vorteil, dass sie im Gegensatz zu Text wirklich Emotionen übertragen können. Das können sehr gute Texte natürlich auch, aber es ist immer besser, wenn das Auge was zu sehen hat, wenn man den Menschen hört dementsprechend. Also es ist eine Möglichkeit, wie Organisationen, Gemeinden ihre Ziele menschlich vermitteln können und auch Emotionen wecken können. Videos im Fundraising sind aus meiner Sicht essentiell wichtig. Es bindet die Menschen ganz anders an meine Organisation, vielleicht auch nur an mein Projekt und hat einfach die Möglichkeit zu zeigen, das ist unsere Arbeit. Man gibt der Arbeit ein Gesicht und man gibt der Arbeit vor allen Dingen auch eine Richtung. Die technischen Möglichkeiten heutzutage erlauben es mit sehr kleinem Gerät, Stichwort teilweise schon ein Smartphone oder eine Kamera, die vielleicht auch schon in der Organisation vorhanden ist, sehr gute Ergebnisse zu erzielen an der Stelle. Man muss sich damit beschäftigen natürlich auch. Tipp 1, suchen Sie sich Verbündete in der Organisation, suchen Sie sich Mitarbeiter, die sich vielleicht schon mit Video ein bisschen beschäftigt haben. Schauen Sie, was Sie für eine Technik haben und dann fangen Sie an. Das ist der essentielle Tipp eigentlich. Üben Sie, drehen Sie Ihre Menschen, Ihre Kollegen zum Beispiel und machen Sie erste Aufnahmen. Und gucken Sie, mit welcher Technik kann ich arbeiten und was ist das Ergebnis hinterher. Gehen Sie nicht davon aus, dass die ersten Ergebnisse direkt vorzeigbar sind. Das müssen Sie aber auch nicht.